Servus Clubfans und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Block 44, heute mit Lukas Schleimer. Danke, dass du da bist. War bestimmt nicht einfach die letzten Tage nach dem Osnabrück-Spiel. 2-2 am Ende gegen den Tabellenletzten ist... Ja, ein bisschen mager, aber ich glaube, ja, wir können mit der Leistung einfach nicht zufrieden sein, die wir geboten haben. Hätten weiter auf dem Gaspedal bleiben müssen, hätten weiter vorne anlaufen müssen. Osnabrück hat uns dann immer weiter hinten reingedrängt und ja, dann verdient den Ausgleich gemacht. Das Spiel wollen wir jetzt natürlich schnellstmöglich vergessen. Geht ja am Freitagabend auch Gott sei Dank schon weiter nach Wiesbaden. Und darum drehen sich natürlich auch unsere Gegnerfragen. So, du kriegst drei Fragen gestellt, immer mit drei Auswahlmöglichkeiten und sammelst Punkte für die interne Punkteliste. So, wir fangen an. Im Hinspiel sind wir erst in Rückstand geraten. Wer erzielte den Ausgleich? A. Can Usun, B. Jan Jamara oder C. Daichi Hayashi? B. Jumbo. Weil du hast natürlich auch... Vorlage. Genau. So, wir haben in der Vereinsgeschichte erst 5 Spiele gegen Wiesbaden bestritten. Wie viele haben wir gewonnen? A. 3, B. 4 oder C. 1? Boah, bin ich zwischen 3 und 4 am Schwanken. Nehmen wir 3. Richtig. Ja! Welcher deiner Mitspieler wechselte vor der Saison aus Wiesbaden zum Club? Jannis Horn, Ahmed Gürleyen oder Joseph Hanbo? Amo. Ja, ich habe mir noch gedacht, ein bisschen zu einfach, aber gucken wir mal, wie viele du nachher genau sammelst. So, wir schauen uns jetzt mal an, was Wiesbaden bisher in der Saison geleistet hat. Die stehen ja 2 Zähler hinter uns in der Tabelle im Gegnercheck von Club TV. Abfahrt in die hessische Landeshauptstadt. Gegen wen Wiesbaden haben wir in der Hinrunde gute Erfahrungen gemacht und unseren ersten Heimdreier der neuen Spielzeit eingefahren. Jetzt erwarten uns die Wehener in ihrem eigenen Stadion und bringen einige Trümpfe mit. Gemeinsam mit Hannover 96 hat der Aufsteiger die drittbeste Defensive der Liga und nutzt dafür das gesamte Spielfeld. Frühes Stören, körperlich betonte Zweikämpfe und eine gewisse Galligkeit zeichnen die Elf von Markus Kauzinski aus. Im Hinspiel brachte das sogar eine gelb-rote Karte mit sich. Vergangene Woche gab es ein heiß umkämpftes 2:2 gegen Karlsruhe, zuvor bezwang man die Berliner Hertha mit 3:1. Unsere Bilanz gegen Wiesbaden ist und bleibt auf jeden Fall positiv, zu den bislang 3 Siegen darf aber gern ein 4. hinzukommen. Freitagabend, Flutlicht, es ist angerichtet. Wir kommen jetzt zu Clubfans Fragen. Ihr konntet ja wie immer bei Instagram in die Story eure Fragen reinpacken. Und Schleimi, ich stelle dir jetzt ein paar davon. Ja. Die erste, von wem war denn dein erstes Trikot als Kind? Boah, das ist eine gute Frage. Dadurch, dass ich 3 ältere Brüder habe und die Bayern-Fans sind, hatte ich, glaube ich, das erste Trikot von Hamid Altintop an. Ein Champions-League-Trikot. Aber das erste Trikot, wo ich mich erinnern kann, das ich selber wollte, war Vedat Ibisevic von Hoffenheim. Frag mich nicht warum, aber ich habe ihn damals irgendwie gefeiert. Gut, er hat ja auch absolut abgeliefert zu der Zeit. Wer hat denn den besten Style aus der Mannschaft? Ich glaube, da muss ich Tai nennen. Auch wenn er sich jetzt feiert. Aber ich sag Thailand Duman. Okay. Dazu passend auch die Frage, welches Haargel oder Haarspray benutzt du für deine Haare? Sieht echt gut aus. Ah, dankeschön. Valentini, Walle hat dich ja gelobt gehabt in der ersten Folge. Habe ich gesehen. Hast du natürlich gesehen. Ja. Ja, erzähl mal. Ja, es gibt diese Strandmatte, die kleinen, runden, blaues Wachs, so eine blau-graue Tube und dann einfach ganz normales Haarspray rein. Dann sitzen die Haare. Stark. Die letzte Frage kommt von Betty. Wie bereitest du dich einen Tag vor dem Spiel vor? Abschalten und wenn ja, wie? Ich glaube jetzt nicht abschalten. Erstmal steht ja das Abschlusstraining an, bereiten uns dann auf den Gegner vor und ja, danach gibt es ein anschließendes Essen mit der Mannschaft. Da haben wir alles, Reis, Nudeln, Kartoffeln, worauf jeder Lust hat. Und ja, abends macht man sich dann auch noch mal eine Kleinigkeit zu essen und schaut dann die Zweitligaspiele und die Bundesligaspiele. Das ist so der klassische Freitagabend. Okay, hört sich sehr gut an. Dann würde ich sagen, sind wir fertig mit den Fragen und jetzt kommen wir zum Überraschungsgast. Ich bin gespannt.
Was machst du denn hier? Wie geht's dir? Alles klar? Alles gut, Mann. Sehr gut. Was machst du hier? Vorbeischnuppern. Ja? Also ich hab mit jedem, also ich wusste ja, dass ein Special Guest kommt, aber... Nicht mit mir gerechnet? Leider nicht. Rechne mit allen, aber nicht mit mir. Ja. Geil. Erik Schuranoff ist da. Erstmal willkommen. Danke, Schleimi, wir sehen uns gleich. Ja. Du gehst schon beim Quizduell wieder. Ja. Schura, wie geht's dir denn? Ganz gut soweit. Ich bin gerade hier momentan wegen meiner Verletzung. Und ja, es geht langsam voran. Ja, ich freue mich, hier zu sein und ja. Du bist ja seit Sommer bei Maccabi Haifa, israelischer Erstligist. Ja. Hast dir dann eben, ich glaube, im November den Kreuzbandriss zugezogen. Oktober. Ja. Wie ist der Heilungsverlauf? Wie hast du dich generell akklimatisiert in Israel? Also am Anfang natürlich war es komplett was Neues. Kann man nicht vergleichen mit Deutschland. War eine aufregende Zeit. Ich war da jetzt 4 Monate lang. Das erste Mal alleine leben, auch alleine klarkommen. Eine andere Sprache natürlich. Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr aufregende Zeit gewesen jetzt. Ja, was soll ich noch sagen? So, am Anfang war es natürlich nicht so leicht, so alleine die ganze Zeit zu sein, aber es wurde immer besser und besser. Und ja, eigentlich habe ich auch gespielt dann und leider ist es im Europa-League-Spiel passiert, so schade. Und ja, jetzt bin ich hier für die Reha. Okay, also war auch am Anfang sehr schwer, weil ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Und ja, langsam geht's voran. Natürlich weiß ich noch, es ist noch ein langer Weg, aber ja, ich hoffe, dass ich das schnell möglich schaffe. Und ja, jetzt weiß ich auch, dass die Gesundheit wirklich an erster Stelle steht. Und ja, das ist das Allerwichtigste. Ja, wir wünschen dir auf jeden Fall auf dem weiteren Weg gute Besserung. Hoffen, dass du schnell wieder fit bist. Ja. Dankeschön. Du hast in der Champions League Quali 2 Tore geschossen in 4 Spielen, hast eben jetzt auch Europa League gespielt. Was sind so deine sportlichen Erfahrungen, die du bis zu deiner Verletzung gesammelt hast? Boah, auf jeden Fall ist es halt dann so das Mediale schon mal, sage ich mal, größer, wenn man so international spielt, ist schon sehr krass. Natürlich jetzt, halt, wo ich spiele jetzt, der Verein ist so, wir spielen immer um Titel, wir müssen Titel gewinnen. Das ist natürlich ein bisschen was anderes, sage ich jetzt mal, als hier bei Nürnberg. Und ja, aber auf jeden Fall ist eine sehr besondere Erfahrung, wenn man so international spielt. Man hat immer davon geträumt als kleiner Junge und deswegen glaube ich, ist schon so ein kleiner Kindheitsraum in Erfüllung gegangen. Ja. Verfolgst du den Club noch, die Spiele? Ja, auf jeden Fall. Gerade momentan sind wir Zweiter. Wir hatten eine bisschen schwierige Phase, wo es nicht so gelaufen ist und ja, wo es ja alles passiert ist. Die Situation ist natürlich nicht leicht dort. Der Spielbetrieb wurde erstmal so eingestellt und ja, die ganzen ausländischen Spieler sind nach Hause geflogen. Da haben die Einheimischen nur unter sich trainiert und dann haben wir Europa League Spiele gehabt. Dann haben wir auf einem zentralen Boden, sage ich jetzt mal, gespielt und die ausländischen Spieler sind erst dorthin gereist und haben 3-4 Tage mittrainiert und dann gespielt gegen die Mannschaften. Das ist natürlich jetzt nicht die besten Bedingungen, aber ja. Wir haben es noch gerade irgendwie so geschafft in die Conference League, das ist auch schon mal gut. Und ja, ich hoffe jetzt, dass jetzt alles langsam wieder besser wird. Und ja. Hast du davon, als es alles angefangen hat, was mitbekommen? Warst du da noch in Israel oder warst du da schon hier? Ja, es war auf jeden Fall sehr krass, muss ich sagen. Das war, glaube ich, an einem Donnerstag, wo es passiert ist bei mir mit der Verletzung. Dann am Freitag musste ich zur MRT gehen und dann sollte ich nochmal die Mannschaft am Samstag sehen. Und ja, dann stehe ich so morgens auf, der Teammanager schreibt rein, ja Jungs, wir wurden halt angegriffen, wir sind jetzt gerade im Kriegszustand, sage ich jetzt mal. Und es war auf jeden Fall krass für mich, weil das ist ja, sowas ist ja nicht normal und ist auf jeden Fall nicht schön. Und ich muss ja noch ein bisschen dort bleiben wegen meinen Untersuchungen und wie es dann weitergeht, wo ich mich operieren lasse. Und ja, natürlich nicht sehr leicht und ich hoffe, dass sich jetzt alles langsam wieder beruhigt und ja, dass alles wieder besser wird. Mhm. Du warst ja auch mit dem Krieg in der Ukraine, der ja immer noch herrscht, auch so betroffen, einfach aus familiären Gründen. Wie gehst du mit dieser ganzen Thematik um? Kannst du es auch trennen vom Fußball? Fällt dir das leicht, da nicht drüber nachzudenken? Stimmt es dich vielleicht aber auch bedenklich, was halt gerade passiert? Ja, ist auf jeden Fall nicht schön, was so passiert, so auf der Welt, sage ich es mal, mit den Kriegen. Und ja, natürlich war es am Anfang, wo es mit der Ukraine passiert ist,
auch nicht so leicht für mich, aber ich sag mal so, der Fußball hat natürlich mich da irgendwo ein bisschen abgelenkt. Ja, Gott sei Dank sind meine ganzen Familienangehörigen aus der Ukraine sicher und das ist das Allerwichtigste. Und ja, ist auf jeden Fall krass und das wünscht man eigentlich keinem. Ja, wir machen jetzt den harten Cut und kommen zum Quizduell, sprechen aber nachher auch noch mal kurz mit Shura. Also, erste Frage. Nach Einwohnerzahl ist Nürnberg in Bayern am zweitgrößten. Wie viele Einwohner hat denn die Stadt Nürnberg? Ihr könnt schätzen, wer naja dran ist. Das war so asozial, weil ich habe nur gewartet, bis sie zu Ende gehen. Das ist asozial. Das war asozial. Ja, ich hab gedrückt als erstes. Ja, okay, mach. Ich schätze ein bisschen mehr als 500.000. Ja, du musst eine genaue Zahl sagen. Dann sage ich 510. Schura? Ich würde 500. Bassern erstmal. Ich würde 520 sagen. Schura hat gewonnen. 541.133. Geschenkt hab ich schon. Nächste Frage. Wie heißt die Hauptstadt von Argentinien? Buenos Aires. Aires? Buenos Aires? Wir wissen, was du meinst. Buenos Aires. Richtig. Schleimi. Du in der Regionalliga Bayern. Shura, du in der zweiten Liga. Gegen welchen Verein habt ihr dort euer Tordebüt für den Club gefeiert? Warte, in der Regionalliga oder allgemein? Du in der zweiten Liga, du in der Regionalliga. Für den Club gegen welchen Verein? Ja, ich war Erster. Beide gegen Fürth, oder? Richtig. So schlecht. So, nennt so mir schlecht. Einen der vier Halbfinalisten des Afrika-Cups. Nein! Elfenbeinküste. Richtig. Ich kann alle anderen drei. Kriege ich schon auch einen Punkt. Ein Fleißsternchen. Marek Mintal holte in der Saison 2004-2005 die Torjägerkanone in der ersten Liga. Wie oft traf er? 24? Ja, ne? Ja. Ja, krass. Ja, er hat abgelesen. Ich schwöre, nein. Woher weißt du das? Ja, weil ich es zufällig gesehen habe. Ich schwöre, ich habe das. Das ist Betrug. Ich schwöre auf alles. Ich hab's, also. Ich finde das ein bisschen Betrug. Oder? 2020 bewahrte uns Fabian Schleusener mit seinem Tor vor dem Abstieg. Wer gab die Vorlage? Ich war Erster. Erras. Richtig. Boom! Schneller. Letzte Frage. Mathe-Stunde. Wenn man Shuras ehemalige Rückennummer beim Club von Schleimis aktueller Rückennummer beim Club abzieht, erhält man. Was hast du bei uns? 25. Nein. Richtig. Was hast du bei uns? 11, Bruder. 11. Wie kann man mich so schnell vergessen? Da frag, welche Nummer ich habe. Ich hatte 44 im Kopf. So, nächster Programmpunkt. Unterschreibt bitte mal das Trikot, das hinter euch liegt. Ich hole. Ich bin verletzt deswegen. Ja, kein Problem. Shura, verfolgst du den 1. FC Nürnberg noch, also die Spiele oder zumindest die Ergebnisse? Und mit wem hast du noch Kontakt? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mein ganzes Leben lang hier gespielt. Das ist natürlich verfolge ich den Verein und es ist auch schön zu sehen, dass die Mannschaft jetzt so erfolgreich ist. Und ja, spielen auch sehr guten Fußball, muss man auch sagen. Und natürlich verfolge ich eigentlich gerade alles so. Und ja, das freut mich, dass es jetzt auch so gut läuft, sage ich jetzt mal. Mhm. Mit welchem Gefühl kommst du nach Nürnberg, wenn du hier bist? Boah, ist auf jeden Fall ein besonderes Gefühl, weil das ist natürlich meine Heimat. So, hier bin ich groß geworden und natürlich bin ich immer verbunden mit Nürnberg und das wird immer so meine Stadt bleiben. Zum Abschluss noch dein Tipp für unser Spiel am Freitagabend gegen Wien Wiesbaden? Ein 0-2 für Nürnberg. Sehr gut. Doppelpack Schleimi natürlich. So, das war's von Block 44 in dieser Woche. Wir freuen uns jetzt auf Freitagabend auf das Auswärtsspiel in Wiesbaden. Hoffen natürlich auf die 3 Punkte wie im Hinspiel. Sagen vielen lieben Dank, Shura, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr war sehr, gerne, sehr cool. Sehr, sehr gerne. Danke natürlich auch an Schleimi. Gerne. Und bis zum nächsten Mal. Servus. Kannst du mir noch einen wünschen?
Für die nächste Folge? Ja. Du kannst aber, ob wir es dann reinnehmen? Schauen wir mal. Ja, ich würde mir dann den Florian Flick wünschen. Okay, warum? Ja, einfach so. Okay, perfekt. Dankeschön. Ciao. Ciao. Peace.